Was geht YouTube? Marcel zu dem Scorpion ist back am Start hier für euch und herzlich willkommen zum nächsten Part von Call of Duty Ghost Let's Play. Und ja, der letzte Part war, glaube ich, ein Subbox-Fail. Ich glaube, der wurde euch nicht allen angezeigt, weil ja, die Aufrufe kamen extrem wenige rein und das habe ich gar nicht so erwartet. Also ich denke mal nicht, dass ihr jetzt alle aufhört, das Let's Play zu schauen, sondern ich denke mal, die 2000 Aufrufe solltet ihr schon noch bekommen. Also der Link zu dem letzten Part ist oben in der Beschreibung, falls ihr den verpasst habt, guckt das bitte jetzt zuerst und dann guckt ihr dieses Video bitte, weil dann ist es einfach viel besser für euch, dann wisst ihr einfach genau, was wir jetzt hier machen wollen. Ja, im letzten Part haben wir gesehen, dass eine Rakete der Föderation abgefeuert wurde und jetzt schauen wir einfach mal, was das Ganze auf sich hat. Und ich würde sagen, da kommt erstmal eine Cutscene. Dann viel Spaß. Norad konnte bestätigen, die in Yucatan gestartete Rakete hat die USA nicht getroffen. Aber was denn dann? Ganz genau das sollt ihr Jungs herausfinden. Der Präsident hat Operation Uhrwerk autorisiert. Ein Angriff auf eine Föderationsanlage in den Anden könnte die Antwort geben. Ihr werdet die Anlage infiltrieren und alle Infos über ihr Raketenprogramm holen. Was ist mit unserem alten Freund Rock? Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Rocks Zeit wird kommen. Aber jetzt hat Uhrwerk Priorität. Uhrwerk. Die neueste Operation. Gucken wir mal, ob wir das Lager infiltrieren können. Uhrwerk, 20. Juni. Die Anden. Okay. So, mal schauen, was das jetzt hier auf sich hat. Kick, wir haben feindliche Uniformen und sind unterwegs zum Sicherheitskontrollpunkt. Wir erreichen den Kontrollpunkt und gehen in Position für die Patrouille. Sind wohl feindliche Autos. Ja, mal schauen. Mal schauen, was jetzt hier so das Ganze für uns bereithält. Hier, die werden uns sicherlich nicht einfach so ins Lager lassen. Verstanden. Strom abschalten, okay. Da ist es. Nicht schießen. Ich zähle 8 am Kontrollpunkt. Mit der Wache auf dem Turm sind es 9. Schalte den zuerst aus. Turm, rechte Seite. Rechte Seite? Ach so, ah, okay. Da sind drei Kommandoturm links. Schalten wir sie gemeinsam aus. Kiege. Welchen soll ich nehmen? Ich links. Logan, du die Mitte. Okay. Drei weniger. Okay. Rest ausschalten. Jeder nimmt ein Ziel. Los. Gute Nacht. Okay, die haben wir anscheinend ausgeschaltet, obwohl sie uns nicht gesehen haben, obwohl wir hier standen. Ich liebe Schneemissionen. Und schaff die Leiche weg, die sieht man von hier. Okay. Ash, hinter mich und Deckung geben. Kick, Redbird ist sicher. Wo ist die Patrouille? Tja, Kollege, tut mir leid. Genau nach Plan. Patrouille kommt. Showtime. Hoffentlich klappt das mit den Uniformen. Achso, wir haben die Uniform von denen jetzt angezogen. Ah, okay. Lass den BTR durch. Also okay, informiert. Du hast den Fahrer. Nada. Was ist autorisado? Donde está Luis? Guter Schuss. Tut mir leid für den Kollegen, aber es ist eine harte Mission, die erfordert auch relativ harte Vorgehensweisen. Steigen wir mal ein und gucken wir mal, wo uns die gute Fahrt jetzt hinbringt. Bin echt gespannt. Weiß. Ich liebe so Schneemissionen. Ich weiß nicht, ich war schon immer so. In den Kampagnen liebe ich Schnee. In Multiplayer mag ich es nicht so gerne. Wenn ihr drin seid, nach dem Blackout möglichst wenig feuern. Hash muss bereit sein, sich beim Wachdienst ins System einzuklinken. Okay. Übrigens, falls euch der Multiplayer interessiert, mein Kanal ist in der Beschreibung verlinkt, wo ich nur Multiplayer hochlade. Die meisten von euch werden ihn kennen. Haben Fahrzeug gesichert, können zu Blackbird vorrücken. Verstanden. Okay. Betreten Blackbird. Sie erkennen uns nicht. Das ist gut. Alles Feinde, wenn die wüssten, die Föderation. Wenn die wüssten. So.
Und dann mal schnell rein hier, bevor die Tür sich schließt. Haben sich ein riesiges Lager errichtet. 15 Sekunden wird der Strom oder so abgeschaltet, glaube ich. Da muss ich mir schon mal ein Ziel aussuchen, aber es sind ja nur noch die hier. Und dann ist Showtime, meine Freunde. Nachtsicht bereit machen. Das ist natürlich extrem unfair für die Leute, weil die haben ja echt jetzt gar keine Chance. Ah, Nachtsicht. Nachtsicht ist cool. Also die können sich jetzt einfach nicht wehren. Das macht natürlich echt Spaß, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ist echt nicht schlecht. So, wo muss ich das denn anbringen hier? Hier drin? Ach so, das ist so eine Nebenmission, okay. Sobald der Strom angeht, hören und sehen wir mit. Ich nehme mal die Sniper hier mit. Die Sniper lege ich hin. Ohne Nachsicht sieht es hier übrigens so aus. Also, nicht wirklich hell. Aktivität voraus. Ja, jetzt haben sie sich natürlich schon mit Lampen ausgerüstet. Sind ja auch nicht dumm, die Kollegen. Kann ich mir auch eins mit Lampe holen? Muss ich mal schauen. Kick, sind in Zone grün. Victor jetzt vorbereiten. Nee, warte, wie ging das nochmal? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Okay. Nachtsichtgerät wurde abgesetzt. Okay. Dann bohren wir mal los. Man kann gar nicht entscheiden, wie tief man muss. Okay. Gut, die erste ist erledigt. Platziere Lader. Weiter zu Nummer 2. 20 Sekunden. Da ist es, Logan. Kann man die Waffe auch benutzen, frage ich mich gerade. Die Bohrmaschine wäre sicherlich lustig, wenn man sie gegen Gegner einsetzt. Hydraulikdichtungen sind weg. Sehen wir ja gleich. Termit zünden. Zurück. Und weg mit der Hochsicherheitstür. Tja, gegen die Ghost kommt die wohl nicht an, meine Freunde. Okay, habe ich den Bohrer jetzt noch? Nee, schade. Oh nein, da sind auch noch welche. Okay. Ich will jetzt mal ein bisschen Rambo-mäßig hier. Ich will ein bisschen Action hier erleben. Dafür spielt man ja COD. Merrick, der Running Gag setzt sich fort, dass ich auf meine Kameraden schieße. Leg dich nicht mit Skorpion an, meine Freunde. Sollte man den Film eigentlich umbenennen. 1, 2, 3 und da hinten einmal hin. Ja, das wird gut aufgeräumt haben, vermute ich einfach mal. Wie, du stehst noch. Reicht jetzt auch mal. Reicht jetzt auch mal. Nein, wer schießt hier? Schnell hier mal hinlegen und sich die Waffe hier gesnackt. Okay, sieht sicher aus. Gucken wir mal hier, was wir hier haben. Wechsel zum Südkorridor. Ziele nähern sich eurer Position. Verlasse den Baum. Nehme den Steg zum Nest. Okay. Minimale Aktivität auf der Straße. Hier mit riesigen Windmaschinen oder Lüftungskanälen. Das ist schon eine schöne Eiswelt, die sie hier haben in den Anden. Ja. So kann es auch gehen. Tango sammeln sich im Glasbau. Oh oh. Achso, jetzt tun wir wieder so, als wären wir. Ne, ich glaube nicht, dass wir das noch können. Oh, El Capitan González. Wir werden ja sie aquí. Okay. Die beiden Kollegen habe ich ausgeschaltet. Der lebt wohl noch. Oh nein, ich bin hier in einer schlechten Position. Erstmal in Deckung und eine Granate werfen. 1, 2, 3 und rüber. Oben scheint noch ein Feind zu sein. Ne, das ist wieder. Sorry.
Scheiße. Bei Ballereien kann man echt wenig sagen, weil ist halt viel Konzentration gefragt, dass ich die Kollegen hier auch bekomme. Okay. Ich bin gespannt, was die Föderation mit ihren Raketen vorhat. Ob wir die entschärfen können. Okay, das ist schon mal gut. Können wir mal hier irgendwie lang gehen? Ich möchte nicht immer den Kon... Okay, Wissenschaftler. Ja, sind wohl cool mit uns. Okay, oder nicht? Ich wusste es eigentlich schon, weil es ja die deutsche Version ist. Tut mir leid. So. Das muss ich einfach einmal testen. Aber so Zivilisten sind es hier an sich auch nicht unbedingt. So, kommt jetzt, Kollege? Achso, so, um die, so gefährlich in die Luft schießen. Okay. Leg die Taschen auf dem Tisch hier ab. Das ist doch hier, oder nicht? Ja. Schwang bei der Computeranlage an. So, jetzt hacken wir uns mal ein hier. Noch 2 Minuten und 30 Sekunden für den Download. Roger, wir geben euch Deckung. Ach so, Geschütz platzieren. Minen werfen. Okay, wenn sie uns über die große Rampe verfolgen, dann bringe ich mal auch bei der großen Rampe ein paar Minen an. Dann hier noch eine. Hier noch eine. Hier noch eine. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein ziemlich harter Kampf gegen die Kollegen. Was haben wir hier noch? Tränengas. Shockwave Claymores. Keine Ahnung, wie die funktionieren werden. Falls diese Flanke hier nochmal abdecken. Okay. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Let's get ready to rumble, sage ich dazu nur. Okay. Gucken wir die Sniper hier. Oh, das waren gleich mehrere mit einem Schuss. Unten lang sollten die eigentlich wenig Chancen haben. Das Geschütz macht hier auch seine Arbeit gut bisher. Ich schau mal hier. Okay. Komm, guck raus, guck raus. Okay, danke. Okay, von rechts ist natürlich auch nicht so cool. Warte mal, das ist hier... Nein, 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 das nicht. Aber wo ist genau diese M27? Die ist perfekt, weil... Das ist eine Ding, und zwar ein schweres Maschinengewehr, und damit kann man richtig abgehen. Auch dauerhaft draufschießen auf die Kollegen. Schnell nachladen, lad nach, lad nach. Das Geschütz macht auch noch Arbeit, sonst bringe ich das mal mit hier rüber, wenn die Gegner jetzt eher von hier kommen gerade. So. Das ist natürlich jetzt heftig hier. Geht. Oha. Massenmord ist das ja hier schon fast. Oh mein Gott. Die Jungs meinen es ernst. Die Jungs meinen es aber richtig ernst. Oh, nachladen muss ich. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Oh nein, was ist das hier? Ich weiß nicht, woran ich jetzt gerade... Irgendeine Schockwelle bin ich da reingeraten. Wie weit sind wir? Wir sind mit dem Hacken relativ weit. Das ist schon mal gut. Das Geschütz sollte rechts eigentlich ganz gut übernehmen. Den habe ich. Nein! Das Feuer kann einen so schnell töten, wenn ich das gewusst hätte. Scheiße, okay. Egal. Das Geschütz steht schon. Das Geschütz stelle ich aber erstmal in die Mitte, oder? Obwohl, ne, komm, wir stellen es direkt rechts rüber, weil wir es ja schon wissen, dass die da kommen. Tränengas, die Minen, da brauche ich echt einige von, weil die Minen sind echt mega wichtig. Da zwei hin, ist natürlich echt schade, wie es jetzt gelaufen ist gerade.
Die tun so, als hätten wir hier eine halbe Stunde Zeit, irgendwelche Sachen großartig vorzubereiten. Im Prinzip ist es ja nicht so. Das Geschütz ist halt das Wichtigste irgendwie. So, okay. Ja, mehr habe ich jetzt nicht, Jungs. Mehr kann ich euch jetzt nichts Gutes tun. Nehmen wir nochmal die Sniper und let's go. Kollege. Eieiei. Das ist echt eine... Boah, wie die hier am Eskalieren sind. Okay. Also Späßchen verstehen die Jungs nicht. So viel steht fest. Den hier muss ich töten. Ich glaube, ich hätte ihn sogar bekommen. So. Okay. Der ist... Das Geschütz macht recht sehr schön. Immer so, dass die rechte Seite läuft gut, links ist natürlich. Du bist aber kein Feind, ne? Nein. So. Und das ist jetzt das Zeichen für mich. Obwohl, nein, du bleibst hier, du bleibst definitiv hier. Links mache ich schon. Aber das geht nicht, dass ich den da. Das ist hier echt Sniper-Action. Aber bis jetzt klappt es ja ganz gut. Aber ich glaube, ich werde jetzt auf dieses Dingens wechseln. Dieses Maschinengewehr wieder. Wo liegt denn das hier nochmal? Hier, genau. Schnell. Okay. Ich muss diese Auto-Aim-Funktion jetzt so dermaßen ausnutzen. Weil das ist gerade echt von größter Wichtigkeit. Wo ist denn der? Nein, 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 ich will jetzt nicht sterben, bitte. Ich bin so kurz vorm Ziel. Nachladen. So, das kann ich nur von hier eigentlich was machen. Ja, wir sind fast fertig, wir sind fast fertig. Lad nach, lad nach. Bei Hash? Ach, hier. Ja, Jungs, dann können wir es aber nicht mehr standhalten hier. Ja, geschützt bekommst du den? Okay, wir haben es geschafft. Okay, du bist ein Freund. Du bist ein Freund. Alter. Ja, wir müssen weg. Wir müssen jetzt definitiv weg. Hier gibt es nichts mehr zu gewinnen für uns. Okay. Gott sei Dank. Hoffentlich kommen wir jetzt hier irgendwie weg. Kommt ihr auch hier hinten rein in den Fahrstuhl? Es gibt immer diesen einen Fahrstuhl, der einen rettet. Das ist so das Gute bei COD, sag ich mal. Uhrenvergleich 23:56. Wir gehen auf dem gleichen Weg wieder raus. Waffen okay. Runter, aber schussbereit. Machen wir uns bereit. Bein. Alles klar. Hinken. Erst schießen, wenn du dir den Weg auskämpfen willst. Okay, dann tun wir mal wieder so, als wäre er verletzt. So. Wir müssen jetzt so lange so tun, wie es geht. Okay. Würde ich auch sagen, auf einmal nicht mehr verletzt. So, ich glaube, die Jungs, gleich verstehen sie keinen Spaß mehr. Weil ich habe jetzt hier echt keinen Bock auf eine Schießerei gegen so viele. So. Okay. Oh oh, das ist scheiße. Das heißt, sie wissen es gleich. Ich glaube, hier geht's nicht lang. Ja, ja, ich bin schon dabei, ich bin schon... Achso, du bist ein Feind, okay. Okay, mit diesem Hund sollte man sich besser nicht anlegen.
Ja, hier war echt ein Massaker, was wir angerichtet haben, um diese Raketenstation zu infiltrieren. Hier ist der Eingang. Wir verlassen es anscheinend wieder, die ganze Anlage. Haben wohl genug Daten gehackt. Hat. Ja, wo sind denn meine Jungs? Das sind Feinde. Wo sind meine Jungs? Ah, hier. Ah, da hinten muss ich einsteigen, okay. Okay, dann jetzt gucken wir, ob wir hier einfach so rauskommen, wie wir es jetzt gedacht haben. Das ist natürlich dann sehr gut gelaufen hier. Mit dem Angriff auf mein Zeichen warten. Okay. Ach, man kann sich einfach so drehen, ja. Ich habe auch so einen Oberkörper, den man immer so rumdrehen kann. Eine Kugel, drei Headshots. Ich glaube auch, dass wir viel Glück brauchen werden. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halt an, aber sei bereit. Okay. Oh oh, wir haben den schlechten Weg gewählt. Ah, okay. So eine Mission muss es ja auch immer geben. Unten rechts. Achso, das schießt eher so schwere Munition als irgendwelche. Okay. Warum kann ich das Geschütz nicht nehmen? Seid? Welches Seid? Oh. Alter, was ist hier los? WTF geht doch kaputt? Ja, er wurde erstmal raus. Okay. Kann ich ihn bitte mal treffen? Jawohl. Jawohl, der war schön. Welches Eis? Boah, Alter. Okay, den habe ich auch noch zerstört. Sieht gerade gut aus. Ja, okay, jetzt sieht es wieder schlechter aus. Okay. Das ist sehr dramatisch, diese Mission. Hier sieht es aber schon gut aus. Ja, der geht nicht kaputt. Ja, ich kann nicht mehr nach hinten gucken jetzt. Oh, geil. Das ist geil, Alter. Am U-Boot haben sie da gewartet. Und jetzt schnell rein hier. Aber ganz schnell rein hier. Okay.